bin der Norman Hein. Mein Name ist Daniel Fondon. Mein Name ist Sabrina Braun und ich bin Einsatzsanitäter bei der Bundeswehr. Der Einsatzsanitäter bei der Bundeswehr hat ziemlich viele Aufgaben. In dem Sinne, dass man eben nicht nur am Patienten arbeitet. Dass man sich nicht auf ein Gebiet spezialisiert, sondern man hat wirklich viel auch mit den Medizingeräten zu tun. Es ist ein großes Paket, was man abdecken muss und was man auch können muss. Es ist meine Aufgabe, das Material vorzubereiten und auf Funktion zu testen und dann anschließend im Rettungszentrum in der Notaufnahme einzurüsten. Um Einsatzsanitäter zu werden, sollte man aufgeschlossen sein. Man sollte sich fürs Medizinische interessieren. Ich war zweimal im Einsatz in Afghanistan, Mazar-i-Sharif. Da ist es speziell die Aufgabe, meistens als Kraftfahrer eingesetzt zu werden und den Rettungsassistenten und den Arzt zu unterstützen. Im Einsatz habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe sehr viel gelernt im medizinischen Bereich. Ich habe Interesse an den Menschen, das direkte Arbeiten an Patienten und dass einfach ein ganz anderes Klima herrscht im Einsatzgebiet als im Heimatland. Also im Einsatz zu sein, war für mich persönlich eine durchwegs positive Erfahrung. Das war eigentlich durchweg positiv von den Patienten, weil sie doch überrascht waren, welchen hohen Standard man im Einsatz fahren kann oder was die Deutschen speziell gefahren haben. Ich verdiene gutes Geld, bekomme das pünktlich. Und ich habe viele Möglichkeiten, mich nebenbei weiterzubilden. Also nach meinen 8 Jahren in der Bundeswehr werde ich mit dem Berufsförderungsdienst in einer Bundeswehrfachschule mein Abitur nachholen und dann wahrscheinlich danach studieren. Die Bundeswehr hat mich sehr selbstständig gemacht. Ich bin erwachsen geworden und bin in der Zeit eigentlich sehr gereift. Bundeswehr, Karriere mit Zukunft.